Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Look Fantastic Beauty Egg. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, das Look Fantastic Osterei kommt jedes Jahr um diese Zeit ungefähr raus, also ungefähr einen Monat vor Ostern grob. Und ja, scheiß Lieber, dann ist es echt bald schon Ostern, ne? Und ja, ich habe mir das gekauft. Normalerweise kostete das 74,95 und für Abonnenten war es 25% günstiger, also so 56,21 den Dreh. Und ja. Genau, ich habe es jetzt hier und möchte das gerne mit euch auspacken. Das sieht jetzt echt nicht aus wie ein Ei, ne? Ja, aber da drin ist das Ei und das ist ein wunderschöner Geschenkkarton, wo man dieses Ei halt immer wieder reinpacken kann. Hier habe ich jetzt einmal diesen wabenförmigen Deckel entfernt und ja, hier ist das Ei, ne? Ei, ei, ei. Ich bin wirklich, also noch überhaupt gar nicht in Osterlaune. Wir haben schon Osterschmuck überall stehen, aber... Naja, egal. Hier haben wir dann ein Booklet, wo quasi dann die Produkte auch aufgeführt sind. Das ist jetzt keine Überraschung, weil die waren tatsächlich auch online aufgeführt. Ich glaube 220 Euro Warenwert oder so, ne? Das heißt, du wusstest von Anfang an, was du bekommst und das finde ich persönlich cool. Bei solchen Beauty-Special-Geschichten, das wird halt bei Adventskalendern nicht gemacht, aber ja, bei solchen Geschichten. Und da muss man vorsichtig dieses Ei hier rauskriegen. Und die sind immer super begehrt, auch bei mir im Bekanntenkreis und so, ne? Weil man die halt echt schön als Geschenkverpackung nehmen kann für die Kinder zum Beispiel. Ja, und hier haben wir dann dieses Metallei. Das sollte man dann ganz vorsichtig aufmachen, weil sonst fallen einem natürlich die ganzen Produkte entgegen. Okay, genau, weil das ist prall gefüllt, ne? Kann man nicht anders sagen. Wir haben schön hauptsächlich Pflege drin enthalten. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal rein. Meine Güte, das ist ja eine widerspenstige Geschichte hier. Zuallererst habe ich hier ein sehr teures Produkt drin von Medicacht. Clarity Peptides, ein 10% Niacinamid Infused Peptid Serum. Da sind 30 ml drin enthalten. Ich hatte auch mal ein Serum von Medicacht und das war so sackteuer. Hier stehen jetzt keine Preise mit bei, da gucke ich auf der Homepage mal. Ne? Da haben die meistens dann auch direkt bei der Box mit beistehen. Hilfe, dass das Box hier gleich umfällt. Genau, ja, 30 ml Serum halt, ne? Aber echt, also cool, finde ich sehr, sehr interessant. Niacinamid ist jetzt auch so die Zeit, weil letztens hatte das noch Nathalie Nordbeauty nämlich in einem Video erzählt und das ist auch super wichtig zu wissen. Man darf nicht Retinol und Niacinamide gemeinsam verwenden. Und jetzt ist halt die Zeit, wo man kein Retinol mehr verwendet, weil das ist ja so mega sonnenungeeignet, instabil, ne? Und deswegen ist es halt nicht so gut geeignet, das halt zu tragen, wenn die Sonne halt höher ist. Also im Prinzip von O bis O, von Oktober bis Ostern kann man Retinol verwenden und von Ostern bis Oktober kann man Niacinamid verwenden. Niacinamid ist nämlich so hautberuhigend, hautausgleichend und liebt meine Haut und deswegen finde ich das schön, ne? Mag ich gerne leiden. 10% ist, glaube ich, eine relativ hohe Dosierung. Da muss man halt auch genauso wie bei Retinol auch gucken, ob die Haut das verträgt. Also immer vorsichtig die Haut an alles Mögliche gewöhnen, ne? Nicht von jetzt auf gleich alles umstellen, das ist generell bei Hautpflege ja super wichtig. Finde ich aber sehr interessant und toll tatsächlich. So, jetzt nehme ich hier mal ein schweres Produkt raus, das mir hier dieses Ei nicht so durch die Gegend fliegt. Von Elemis Superfood AHA Glow Cleansing Butter. Das ist schön. Pumpkin Glow Facial Cleanser, also damit kannst du dann dein Gesicht reinigen. Ich kenne ja diese Reiniger von Elemis. Ich weiß nicht, ob das auch dafür gedacht ist, um das Make-up zu entfernen. Also das ist nicht günstig. Riecht soweit nach nichts und sieht halt wirklich aus wie so eine Kürbisbutter, ne? Das finde ich total cool. Ist auch eine Full-Size-Bowl. 90 ml, das ist ein Klopper aus Glas, ne? Was steht denn hier drin? 8 Purifying Clog Pores with a Blend of Exfoliating AHAs. Also AHA ist ja nicht die Salicylsäure, sondern das andere, Fruchtsäure. From Fermented Pumpkin, genau, Enzym and Acerola Cherry. Mhm. Also Lightweight Cleanser. Slough Away Make-up. Okay, du kannst damit auch Make-up entfernen und gleichzeitig hast du dann ein leichtes Säurepeeling. Das finde ich cool, weil dann hast du das ja als 2 in 1. Ne? Würde ich dann tatsächlich auch nicht jeden Abend verwenden, sondern wirklich nur
ein-, zweimal die Woche. Da muss man sich auch ganz, ganz vorsichtig rantesten. Das ist halt immer diese Sache, wenn du diese Surprise-Eggs oder Surprise-Boxen oder sowas bestellst, dann hast du manchmal Produkte drin, wo man wirklich erstmal vorsichtig mit anfangen sollte, ne? Das ist eigentlich generell bei Skincare so, aber bei AHA und also bei Fruchtsäure oder bei Säuren allgemein ist, glaube ich, ja auch, nee, nur AHA, gut, BHA wäre nämlich Salicylsäure. Bei Niacinamid musst du vorsichtig sein und bei den anderen Sachen müssen wir gleich mal gucken. Aber finde ich geil, ne? Weil ich schminke mich gerne ab, weil ich mich gerne schminke und ich peele auch mein Gesicht gerne mit Säurepeelings. Deswegen für mich ein sehr geiles Produkt. Dann habe ich hier Soft Focus Glow Drops von Rodial. Echt teure Sachen drin, ne? Illuminate Glow Primer. Full Face Beauty Boxen ist am Start, Leute. Ich sag euch das. 31 ml haben wir hier drin enthalten. Und ein Glow Primer. Das finde ich schön. Jo. Eine Foundation hatte ich letztens schon in der Box mit dabei. Und jetzt habe ich auch einen Primer. Das heißt, ich kann da schon mal ganz gut meinen Schminki mit euch zusammen starten, ne? Illuminating mag ich auch sehr gerne. Ich habe heute auch was Illuminisierendes drauf, wobei das eher in der Foundation drin ist. Sieht sehr ansprechend aus. So rosa, das passt zu meinem Hautton tatsächlich auch sehr gut. Gebe ich mir hier einfach so ein Pups hier so rum, so einen Tropfen auf. Riecht irgendwie blumig, rosig, angenehm. Und dann mache ich das hier mal so drauf. Okay, wir haben keinen groben Glitzer, das ist schon mal positiv. Das ist sehr feuchtigkeitsspendend. Aber es hat einen zarten Duft. Also ich mag das, ne? Ich bin ja auch so ein Blumenfan. Ne, ich mag das. Ja, hier habe ich übrigens einen Selbstbräunerunfall. Läuft. Okay, ja, cool. Mag ich. Gefällt mir. Full Face Beauty Boxen. Freut sich, dass es bestückt wird. Mache ich nämlich einmal im Monat, dass ich dann quasi aus dem vergangenen Monat die ganzen dekorativen Kosmetikprodukte mir so vornehme und mir die ins Gesicht gebe und gucke, ob die überhaupt funktionieren. Ne? Gerade so teure Sachen finde ich immer ganz interessant, mal auszuprobieren. Hier habe ich was Kleineres und zwar von Ren Clean Skincare Brightening Dark Circle Eye Cream. Also quasi eine Augencreme, die aufhellend wirken soll gegen dunkle Schatten und dunkle Ringe. 15 ml haben wir hier drin und auch das finde ich sehr ansprechend. Ren ist auch eine gute Marke, die man auch immer wieder in der Look Fantastic Box mal so gefunden hat. Ne? Clean to Planet, Clean to Skin. Ja, ich weiß jetzt nicht, womit es das machen soll. Elderberry Flowers steht hier drauf, dann Glykogen, okay, und Hyaluronsäure. Okay, das ist schön, das gefällt mir, ist ein veganes Produkt, ne? Das können wir dann auch mal ausprobieren. Ich muss aktuell super reichhaltigere Augencremes verwenden, da habe ich aktuell von Kiehl's diese super Avocado-Schlackentrot-Geschichte. Alles andere ist aktuell zu wenig für mich, weil meine Augen einfach mal wieder so am Ausrasten sind, das ist alle halbe Jahr gefühlt und ja. Die Verpackung ist sehr plastikmäßig, ne? Also relativ günstig wirkt die, aber kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ist das ein Airless-Container? Ja, das presst sich dann so hoch, dass das ganze Produkt auch rauskommt. Das ist schon wieder cool, muss ich sagen. Das mag ich gerne. Und das ist so alles orange und weiß und ne? Irgendwie passt das gerade alles so schön. Hier habe ich jetzt auch ein großes Produkt, da freue ich mich sehr drüber, von Rituals. Ist nicht so super teuer, wird eines der günstigsten Produkte aus der Box sein oder aus dem Ei vielmehr. Aber ich kenne die Marke, ich mag die Marke und ich liebe diesen Duft Ritual of Sakura. Das ist dieser Duschschaum davon und das ist mit Reisextrakt, Reismilch so und Kirschblüte. Und das mag ich gerne, es ist ein ganz toller Duft. Oh, Foaming Shower Gel, genau. Das heißt, da kommt hier so ein Gel raus und dann schäumt das so auf. Ne? Mag ich, toller Duft. Ja. Das ist schön, das freut mich. Und normalerweise kaufst du ja auch so ein Ei zum Verschenken. Ne? Dann freut sich die Person sicherlich darüber. Die Haare werden auch nicht vergessen. Hier haben wir von Color Wow Extra Large Bombshell Volumizer. 200 ml drin. Ich weiß nicht, ob ich sowas verwende. Das muss ich mir mal wirklich durchlesen, was das sein soll. Weil ich jetzt ja nicht irgendwie einen Haarschaum oder Haarspray oder Trockenshampoo oder sowas verwende. Ja, ich habe heute mal Haaröl in den Haaren. Liegt aber auch hauptsächlich daran, dass ich eigentlich auch gerade oben am Renovieren bin. Und da hatte ich gestern meine ganzen Haare voller Kleister. Als hätte ich da irgendwie zum Ende hin noch einmal meinen Kopf in den Kleister einmal reingetunkt und dann überall Kleister gehabt. So habe ich mich am Ende des Tages tatsächlich gefühlt und ja, da müssen wir halt echt mal gucken, was das sein soll, weil das sieht mir, ne, das ist auch so ein Schaum, sieht mir eher nach einem Haarschaum auf. Own the Room, weiß ich nicht, muss ich mir wirklich einmal durchlesen. Ja,
weiß ich nicht, style as usual. Ich style meine Haare nicht. Das ist mein Styling. Das ist das Krasseste, was ich mache. Ne? Meine Haare einfach offen zu tragen. Yay! So, hier haben wir noch einen Beipackzettel zu dem Glow Cleanser von Elemis. Dann haben wir hier etwas drin von Y, ein Haaröl. Siehst du, sowas würde ich verwenden. Das werde ich mir auch zur Seite tun. 5 ml haben wir hier drin und ja, ne? Wie gesagt, ab und an kann ich das gut gebrauchen. Jetzt bald kommt die Sonne auch wieder raus. Da verwende ich dann natürlich mehr Haaröle und so weiter. Und ja, deswegen. Das finde ich auch cool. Kann man auf jeden Fall jetzt gut gebrauchen. Da ist mein Freund vom Einkauf wiedergekommen. Okay, so als letztes Produkt haben wir hier nämlich noch was von Yflom mit drin. Yflom hatte ich, ja, eine Maske, die mir nicht gefallen hat, weil die mir zu sehr parfümiert war. Und einen Cleanser, den ich auch nicht so geil fand. Kiss Mix, 7 ml. Moisture and Radiance Hydration and Eclat Cream for Lips. Ja, das wird dann wohl so ein Pöttchen sein. Auch sowas ist sinnvoll, kann man nicht anders sagen. Weil jetzt hat man vielleicht auch ein bisschen trockenere Lippen, wenn ich so unseren Feuchtigkeitsmesser mal angucke, der bei uns ja steht, ne, über die Luftfeuchtigkeit. Da steht nur LL, also unter 20%. Das ist sehr wenig. Und wir haben nicht mal den Kamin an. Das liegt halt auch viel daran, dass wir halt oft einfach die Tür offen stehen haben, damit Sammy rein und rausrennen kann. Ja, aber ne, deswegen, für mich sind hydranisierende Produkte aktuell sehr gut, weil ich dann natürlich auch viel trinke. Also ne, so viel dazu. Hier steht auch mein kalter Tee quasi. Und auch dementsprechend meine Haut pflegen muss und mehr Creme, mehr reichhaltiges Kram verwenden muss. Ja. Ne? Deswegen ist das sinnvoll. Ich verwende halt nicht so gerne diese Creme-Pöttchen für Lippenpflege. Ne? Da habe ich lieber die Stifte, wobei ich tatsächlich am Bett auch einen stehen habe. Von Clavu ist das, glaube ich, ne? So ein Tiegel. Und den gebe ich mir abends immer drauf. Das ist eigentlich schon okay. Jo, das war jetzt hier das Lookfantastic Beauty Egg. Ich fand's cool. Du weißt, was du bekommst, weil es auf der Homepage direkt steht. Du hast einen derben Warenwert und du hast einfach die Möglichkeit, für einen Bruchteil des Preises, nein, Bruchteil des Wertes der Produkte, die Produkte zu testen, so, ne, weil man sich ansonsten vielleicht nicht unbedingt so ein krasses Vieh von Elemis oder von Rodial oder sowas holen würde. Deswegen finde ich persönlich immer wieder, dass diese Limited Editions von Lookfantastic und Co. sich lohnen. Gerade wenn da Produkte drin sind, die nicht vielleicht schon 5-mal in den Boxen vorher drin waren. Und hier haben wir halt neue Produkte drin und das gefällt mir. Also ein schönes Ei. Wir haben hier natürlich noch ein bisschen Krüppelpapier mit dabei. Man kann das Ei wieder schön befüllen, man kann es weiter verschenken. Ne? Für mich persönlich hat das Ei ja auch in dem Sinne einen Wert, den ich jetzt hier nicht mit angegeben habe, aber trotzdem. Ne? Und deswegen, ich persönlich feiere das und freue mich jedes Mal, wenn ich die Möglichkeit habe, mir eins zu kaufen. Ich mache euch da auch immer gerne auf Instagram drauf aufmerksam, wenn da eins verfügbar ist. Das war's jetzt hier von mir und dem Lookfantastic Beauty Eye. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beauty, Abo, Rampampam-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!